Manchmal denke ich auch nicht wirklich mit. Ich hätte euch jetzt zeigen können, wie das aussieht, wenn man sich hier hinportet. Aber das habe ich ein bisschen verschwitzt. Erst als ich die Melodie gespielt habe, habe ich gemerkt, oh, warte mal. Da wolltest du doch noch was zeigen. Aber gut, willkommen zurück zum neuen Part, The Legend of Zelda Ocarina of Time. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und heute geht's endlich mal in den Tempel. Noch mit originaler Erstauflagenmusik, ihr wisst, dem islamischen Chorgesang. Ich weiß nicht, vielleicht ist ja einer, der zuguckt, fähig, das zu übersetzen. Ich meine, gut, ich kenne die Übersetzung. Na, ah, Gott, Link, anstatt die Leiter zu nehmen. Wie gesagt, man hört es auch ehrlich gesagt ein bisschen schwer, muss man dazu sagen. Aber spitzt eure Ohren. Glaube, hier war das auch noch gar nicht. Okay, die Stufen sind strange. Gehen wir mal erstmal hier rein. Wir machen das ganz normal, wie es eigentlich auch vorgesehen ist. Gott, ist das auf dem Zweitbildschirm dunkel. Darunia! Also hier bei mir ist es ein bisschen heller. Wer ist da? Bist du es, Marvin? Tatsächlich, Marvin. Du bist erwachsen geworden. Ein richtiger Mann. Gerne würde ich mich länger mit dir unterhalten. Doch die Zeit drängt. Erneut hat Ganondorf Chaos gesät. Er hat die infernalische Drachenkreatur Volvagia aus dem Reich der Toten zurückgeholt. Zudem will er die gefangenen Goronen der Bestie zum Fraß vorwerfen, als Warnung an alle, die ihm trotzen. Wenn das feuerspeiende Ungetüm aus den Höhlen des Tempels entkommt, wird Hyrule in einem flammenden Inferno versinken. Ich werde vorgehen und versuchen, die Kreatur zu bezwingen. Das wird nicht leicht, denn mir fehlt die Waffe, die in der alten Sage Erwähnung findet. Doch mir bleibt keine Wahl. Marvin, als dein Bruder bitte ich dich um diesen Gefallen. Während ich die Bestie fordere, sollst du meine Leute retten. Die Zellen, in die man sie gesperrt hat, sind über dem gesamten Tempel verteilt. Hilf mir, Marvin. Okay, was ich gerade höre, es ist tatsächlich doch nicht die Originalmusik, sondern tatsächlich ist es die neu aufgelegte Version. Also schade, ich dachte, weil die Symbole halt auch aus der Erstauflage stammen, dachte ich, die hätten den Dungeon auch so belassen, aber leider nicht. Wäre cool gewesen. Toll, jetzt habe ich mich so drauf gefreut. Aber naja, man kann auch nicht alles haben, ne? So, eine Fee nehme ich mir auf jeden Fall mit. Das wird mir sehr weiterhelfen. Oh Gott sei Dank, noch eine bekommen. Puh. Schön. Und da hinten ist auch schon der erste Gorone. Da kommen wir hier aber nicht hin. Also von hier aus. Bomben nehme ich mir natürlich auch mit. So, und jetzt die Flasche eben schnell wieder wegpacken. Nicht, dass ich die aus Versehen jetzt einsetze, weil das will ich nicht. Das wäre ein bisschen doof. Und das Geile an dieser Rüstung ist, dass man sich auch eine gewisse Zeit lang in Lava aufhalten kann. Bevor man dann eben wirklich auch Schaden bekommt. Hätte man jetzt ganz normal die grüne Rüstung, also die grüne Tunika an, dann würde man direkt, ja, wieder da hingeportet werden. Das finde ich ganz cool. So, der erste ist frei und die erzählen uns also ein bisschen Tipps, die Qualen haben ein Ende, ich bin frei. Als Dank für meine Rettung verrate ich dir ein Geheimnis, genau. Um zu der Tür zu gelangen, hinter der Darunia verschwunden ist, musst du den Pfeiler, der aus der Decke ragt, nach unten befördern. Finde einen Weg. Ja, ja. Das ist halt, weiß nicht, das sind so Sachen, die braucht man jetzt nicht unbedingt immer vorlesen. Weil das ist entweder übers Artefakt reden oder über gewisse Sachen, die man hier beachten muss. Es ist aber eigentlich, wenn man den Dungeon ein bisschen öfters Intus hat, eigentlich nicht der Rede wert. Da braucht man sich die Tipps nun wirklich nicht anhören. Zumal das Lustige ist ja, es gibt ja keine wirklich festgelegte Reihenfolge. Das heißt, du kannst einen Tipp bekommen für eine Sache, die du eigentlich schon längst abgeschlossen hast. Das ist halt das Lustige an der Sache. Ich muss mal gucken. Ich kann ja mal einen Link in die Beschreibung packen zur Melodie, die hier eigentlich in der Erstauflage gespielt hat. Für den Fall, dass einige Leute die noch nicht kennen, muss man ja davon ausgehen. Finde ich aber auf jeden Fall sehr interessant, muss ich sagen. So, hier muss man ein bisschen aufpassen. Guck.
Und man kann jetzt nicht wirklich sagen, ob Türen fake sind, es sei denn, man schlägt gegen. Dann hört man das so ein bisschen. So. Und da ist auch schon der zweite. Toll, oder? Geht doch fix. Ich weiß nicht, wie viele wir von dem Dungeon schaffen werden. Aber es ist ja gerade mal ein Viertel um. So, danke, lass mich dein Geheimnis verraten. Ja, yep, okay. Wände, die du mit dem Relikt der Runen zerstören kannst, Klingenhohl. Das ist so im Prinzip genau das, was man schon seit den frühesten Zelda-Spielen kennt. Ja, wobei, nee, nicht unbedingt seit den frühesten. Aber man kennt es auf jeden Fall schon sehr lange. Ich weiß gar nicht, in wie vielen Spielen, also Top-Down-Zeldas, das schon Verwendung gefunden hat. Dass man gegen Wände hauen konnte und wenn die hohl klingen, kann man dann geheimen Gang freisprengen. Es kam oft vor, das weiß ich wohl. Ich glaube aber noch nicht zu Super NES-Zeiten. Wobei ich mir da auch gerade echt nicht sicher bin. So, Hymne der Zeit. Ja, guck, direkt auf Anhieb. So soll es auch sein. Ist jetzt auch nicht weiter schwer. Es sind sechs Noten, die kann man sich ja wohl merken. Und jetzt haben wir uns nämlich einen kleinen Weg geschaffen, der uns eine neue Tür öffnet. Ja, und den gehen wir doch mal direkt hoch, oder? So. Gucken, was sich hier hinter verbirgt. Ach, dieser Raum, genau. Kennt man auch aus früheren Zeldas. Platten, die sich einfach vom Boden lösen und auf einen zufliegen. Das ist cool, dass sie das auch in 3D-Zelda eingebaut haben, ne? Klar, muss man dazu sagen, es war das erste 3D-Zelda. Aber ich würde mir trotzdem irgendwo auch wünschen, dass sie das in die neueren auch einbauen. Weil, weiß ich nicht, das hat so was Nostalgisches, finde ich. So, und der hier macht natürlich keine halben Sachen. Deswegen machen wir. Oh Gott! Deswegen machen wir auch keine, wollte ich eigentlich sagen. Bombe? Oder Dekunus? Oder beides? Oh ne, es bringt nichts. Das ist schlecht. Ach, auf einmal! Auf einmal geht's. Okay. Und das Ding klaut einem halt den Schild. Das ist eine relativ doofe Sache. Weil das kann doch gut und gerne oft vorkommen. Als ob ich. Och, Link. Sauber jetzt, aber, ne? So, hier kann man natürlich nichts kaputt machen, das hat man gehört. Weil es klingt wirklich sehr offensichtlich. Wenn ich so eine Wand finde, dann schlage ich mal dagegen. Dann werdet ihr das auch, denke ich mal, zweifelsfrei feststellen können, ob diese Wand fake ist oder ob diese Wand etwas dünner ist und sich dahinter etwas verbirgt. Oder ob es tatsächlich eine sehr stabile, starre Wand ist, wo nichts hinter ist. Ist aber auch eine coole Sache, ne? So. Nach dem Motto nachträglich eben zugemauert, deswegen klingt das hohl. Und ist halt nicht so stabil wie das richtige Mauerwerk. Das finde ich schon echt nice. Also da haben sie sich echt Gedanken bei gemacht. Es ist ja tatsächlich ein Ding. Na gut, also ich komme ja selber vom Bau. Jetzt habe ich zwar nichts mit Mauern zu tun, aber ich bezweifle stark, dass man nachträglich gemauerte Mauern wirklich am Klang unterscheiden kann. Aber rein vom Sinn her? Macht es ja schon Sinn. Rein vom Sinn her macht es schon Sinn. Ja, Genie. Okay, aber das ist halt so eine Wand. Ihr hört das, oder? Und das kann man natürlich nicht nur mit dem Artefakt der Goronen kaputt machen. Es geht auch mit Bomben. Aber wie gesagt, das ist halt immer so eine doofe Sache, weil da verschwendest du halt viel, ne? Aber nützt noch nichts, weil wir haben ja noch nicht das Relikt. Und dafür haben wir jetzt den dritten Goronen. Es läuft doch gut mit. Also ich denke mal, da kann man sehr zufrieden mit sein. Ein Part Earthbound ist gerade auch am Rendern. Kommt heute. Ja, wobei. Kommt. Ja doch, kommt heute auch noch. Die Qualen haben ein Ende, ich bin frei. Oder kommt er morgen? Ah, weiß ich noch nicht. Ich denke mal, wir können ihn eigentlich schon hochladen, oder? Mache ich auf jeden Fall. Ich habe endlich geschafft, den Boss zu besiegen. Und ich glaube, man merkt mir auch wirklich an, dass ich in dem Moment tatsächlich gar nicht so genau wusste, was ich jetzt sagen soll. Vielleicht liegt es daran, weil ich auch nichts gesagt habe, eine kurze Zeit. Ich war auf jeden Fall sehr froh. Das soll so auf jeden Fall nicht nochmal vorkommen. Bei Earthbound läuft er ja jetzt tatsächlich auch nicht unbedingt gut. Also ich meine, ich bin ein kleiner YouTuber, ja. Da läuft noch nichts unbedingt so, dass man davon reden kann, ob es jetzt gut oder schlecht läuft.
Aber irgendwie, weiß ich nicht, Earthbound. Ja, es ist ein altes Spiel, es ist ein Rollenspiel. Da kann ich auch verstehen, dass das Interesse da nicht so groß ist. Ist vollkommen okay, aber ich ziehe es trotzdem weiter durch, weil es kann ja sein, dass irgendjemand sich denkt, Mensch, jetzt mal einen richtig schönen Part Earthbound. Und dann findet er meinen Kanal. Das wäre natürlich schon schön. Und ich mache generell sowieso nur das, was mir Spaß macht und was mir passt. Was mir passt. Was zu mir passt. So. So ist richtig. So, ihr wollt hier ein bisschen Stress machen oder was? Da bin ich aber gar kein Freund von. So, Ziel dieses, oh Gott, Ziel dieses Raumes ist es eigentlich nur diesen dicken Block runterzuschieben, dass die Feuerfontäne den hochdrücken kann. Ja, und das ist es im Prinzip auch, mehr ist da nicht. Ja, da sind jetzt noch ein paar Herzen, aber ja, da braucht man jetzt nicht unbedingt hin. Ich bin eh voll. Das passt schon. So, komischerweise kann die Fontäne den Block nur hochheben, wenn er genau mittig platziert ist. Sonst nicht. Also er ist ja jetzt schon über dieser Feuerfontäne, aber geht trotzdem nicht. Kann trotzdem nicht hochgehoben werden. Ja, das ist Videospiellogik. Das muss man nicht verstehen. Aber ist im Endeffekt ja auch nicht weiter wichtig. So, was erwartet mich hier? Wäre ganz schön, ey, der nächste Gorone. Wäre ganz schön, wenn ich jetzt so langsam mal die Karte und den Kompass kriegen würde. Dann kann ich mich ein bisschen besser zurechtfinden. Aber generell wirklich kryptisch ist der Dungeon echt nicht. Also, das geht wohl echt. Kryptisch ist wohl der Wassertempel. So ein bisschen zumindest. Da muss ich mir auch noch ein gewisses Schwert holen. Ey! Weil uns das eine enorme Erleichterung sein wird. Also wirklich eine enorme. Warum, erkläre ich es dann später, wenn es soweit ist. Aber erstmal behalten wir das einfach nur mal im Hinterkopf, ne? Dafür muss man eine Reihe an Sachen machen. Ist aber kein Problem, kriegen wir alles hin. Ich habe ja sowieso schon gesagt, dass wir. Uff. Dass wir erst ein bisschen Zeit questen werden. So, hier mache ich das immer. Ich lege eine Bombe hin. Da habe ich ein bisschen Zeit, weil die detoniert ja. Ich hätte jetzt im Endeffekt gar nicht runterspringen dürfen. Das war sehr dumm. Aber ich habe schon eine Idee, wie ich das mache. Also ich lege halt eine Bombe dahin, wie ich es gerade gemacht habe. Nur eben, ich lasse runterfallen, sage ich mal so. Man kann hier ja hochklettern. Und wenn man hier jetzt eine Bombe runterfallen lässt, die hat ja einen gewissen Radius und die dauert ja auch ein bisschen, bis sie hoch geht. Kann man in der Zeit nämlich schon mal hier hoch und kann die Zeit richtig schön ausnutzen. Ihr seht, das klappt super. Den Goronen, den helfen wir natürlich auch noch, ist ja klar. Aber erstmal haben wir andere Sachen zu tun. So, jetzt wird es gleich ein bisschen warm am Popo. Aber wir haben es ja geschafft. Boah, ich bin extremst müde, ey. Vielleicht kriege ich heute ja mal ein bisschen mehr Schlaf. Oh, hier war es ein bisschen fies. Hier muss man so ein bisschen aufpassen. Weil hier Felsen rollen. Und die sind so dick. Ja, hier sieht man's. Da ist nicht mehr viel Spielraum in den Gängen. Die passen da gerade so durch. Aber hier ist der nächste Gorone, den wir befreien. Es geht echt schnell, oder? Also, weiß nicht, wir sind jetzt genau 14 Minuten. Ja, 13 Minuten 42 sind wir in der Aufnahme. Wir haben schon 5 Goronen befreit. Oder 4? Weiß ich nicht mehr. Ich glaube 5. Also es ist nicht schlecht, ne? Läuft. Kann man sich, denke ich mal, nicht beklagen. So, was jetzt hier Sache ist, wie man den anderen Goronen befreit, ist eine ganz einfache Kiste. Und zwar geht das von diesem Raum aus. Man muss irgendwie nach oben kommen. Und hier wird auch später die Vogelscheuchenpolka wichtig. Jetzt müssen wir halt nur eben einen Weg finden, der nach oben führt. Und wenn wir den haben, denn, ja, dann nichts. Dann können wir halt weitermachen. Und zwar dort. Dieser kleine Riss. Der zeigt uns nämlich an, dass wir da halt hoch müssen. Dass wir da runter können, um einen Stockwerk tiefer zu gehen. Und dort ist dann auch genau der Gorone. Das ist eine ganz entspannte Sache. So, jetzt gehen wir mal eben hier hin. Es ist ein bisschen risky. Und es ist ein Vulkan.
Dementsprechend, wenn man jetzt hier einen Blick nach unten riskiert, da sieht man die Brücke aus dem Eingangsraum, wo wir gerade, also nicht Eingangsraum, aber aus dem Hauptraum, wo wir gerade drin waren. Das ist ziemlich cool, weil wenn du einmal runterfällst, dann rasselst du ganz nach unten. So, einmal eben aktivieren. Da muss man halt ein bisschen aufpassen, ne? Gibt natürlich auch noch zwei solche Schornsteine, nenne ich sie mal. Also, es ist ein ganz seltsam aufgebauter Vulkan mit zwei. Ja, wie nennt man das? Mit zwei Öffnungen. Ihr werdet es ja sehen. Und zwar, weil wir jetzt die Dungeon-Karte haben. Geil. Zeige ich euch eben ganz kurz. Und zwar: fünf Stockwerke. Wir haben hier einmal den Hauptraum, ganz normal. Haben wir hier so, ja, Sachen. Und ab hier beginnt das halt mit dem Vulkan. Ab hier sind die Räume auch so verbunden. Also halt quasi so zwei Trichter, die Feuer spucken. Aber gut, das ändert nichts an der Tatsache, dass wir hier erstmal so nicht weiterkommen, weil hier brauchen wir einen Schlüssel, den wir nicht haben. Oh, warum ist denn der scheiß Augenschalter jetzt wieder deaktiviert? Ich glaube, ich habe in dem Raum irgendwas vergessen. Oder ich habe einen Schlüssel vergessen. Ist natürlich schwer nachzuvollziehen, weil ich keinen Kompass habe. Aber ich glaube, man kommt hier nicht hoch. Auch nicht mit Enterhaken irgendwie. Das ging, glaube ich, nicht. Nö. Okay. Gut, dann fällt das erstmal weg. Es gibt aber auch noch andere Gänge, die wir nehmen können. Unter anderem könnten wir halt, glaube ich, auch die Vogelscheuchenpolka nehmen und uns eine kleine Abkürzung schaffen. Wenn der Enterhaken bis dahin reicht. Das weiß ich eben nicht. Kann sein, dass er ausreicht, kann aber auch sein, dass es mächtig nach hinten losgeht. Aber bevor wir irgendwelche Experimente wagen, kommen einfach durch die Tür hier. Und das sieht so aus, als würden wir gleich den nächsten Goronen befreien, ist hier aber tatsächlich. Oh, ne, tatsächlich ist hier doch der Fall. Es gibt auch einen Durchgang da, der sieht genauso aus, aber da ist kein Gorone drin. Ja gut, dann haben wir direkt den nächsten befreit. Wahrscheinlich gibt es da den Schlüssel, den wir brauchen, oder? Gehe ich einfach mal von aus, ne? Ja, jo, okay, ja, alles klar, schön, danke. Mach's gut. Sieh zu, dass du nach Hause kommst, in die Sicherheit. Den Rest mache ich. Und zack. Oh, Mensch, wer hätte denn damit rechnen können? Ein Schlüssel, ein kleiner. Toll. Ja, so fügt sich halt alles. Es ist nicht schwer. Wirklich nicht. Also, da ist es natürlich schon nachvollziehbar, dass sich einige, oder das, oder ich sag's mal besser so, dass einige dem Wassertempel den Tod wünschen. Weil du hast diese beiden, also den Waldtempel und den Feuertempel. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, die sind beide nicht so kompliziert. Und dann kommt der Wassertempel und dann geht's richtig rund. Also, weiß nicht, das ist schon nachvollziehbar. Aber man muss sich halt einfach mal einmal drauf einlassen und wenn man das gemacht hat, dann ist es auch gut. Oh, jetzt wird's Indiana Jones mäßig. Komm, Link, streng dich an. Ich bin so ein Hänger, ne? Oh, ich weiß, dass da was rauskommt. Erstmal hinspringen. Oh, jetzt aber fix. Scheiß Flammenwand, ey. Die macht nix. Im Endeffekt trifft sie uns und ja, das war's. Dann kann sie uns nicht mehr schaden. So, ich möchte auf jeden Fall noch vor Part Ende. Möchte ich auf jeden Fall noch den Goronen befreien. Weil dann habe ich, denke ich mal, wirklich alles geschafft, was ich so mir hätte vornehmen können. Also mal wieder eine Leistung, mit der man absolut zufrieden sein kann. Toll, oder? Ist doch schön, wenn Sachen klappen. Na, wie gehen wir nicht auf den Sack? Ich weiß, was hier abgeht. So, jetzt muss ich ihm gucken. Den Sprung schafft er, oder? Ja, aber locker. Ja, okay, so locker nun auch nicht, aber er schafft ihn. So, dann haben wir hier noch einen schönen Schalter für den nächsten Goron. Es ist so lächerlich. Ich befreie den noch zuerst. Ich habe noch genug Zeit für beide. Komm. Da machen wir jetzt gar nicht lange rum. Das geht ganz fix. Wir haben ja schon soweit alles frei. Jetzt muss ich ein bisschen tricky sein. Ah, das Ding checkt mich eh nicht. Oder auch doch. Okay. So, Kollege, die Qualen haben auch für dich ein Ende. Ich habe jetzt schon aufgehört zu zählen, aber wir haben schon einiges geschafft. Ich würde nicht sagen, dass wir die Hälfte des Dungeons schon durch haben. Das wäre ein bisschen verfrüht zu sagen. Aber ein gutes Stück haben wir auf jeden Fall.
So, den kleinen Schlüssel hole ich mir noch. Ja, wobei, und ich sehe gerade, dann würde ich sagen, dann war's das mit diesem Part, ne? Gut, ich bedanke mich trotzdem wieder recht herzlich fürs Zugesehen haben und hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut. Ciao.